Ich neige dazu, Sachen zu sammeln. Ich kann auch einen Walfisch bei mir verstecken. Also ich finde, Sprache ist also für mich mein Herzschlag. Ich war mal sehr verliebt in den Italiener und da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, dass der Herzschlag sehr hoch war, aber dass es mit der Sprache irgendwann gehapert hat. Dann habe ich also versucht, mit viel Rotwein das Ganze auszugleichen, was auch dann funktioniert hat eine Zeit lang. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schön, manchmal über Sachen gar nicht zu reden und die Stille zu haben in der Sprache, aber auch vor allem die Stille im Kopf. Das bin ich immer noch. Also ich sehe mich so und fühle mich auch so. Also ich würde zwar von meiner Erfahrung würde ich keinen Tag hergeben wollen, aber in mir drin oder so vom Gefühl her bin ich Mitte 20. Wobei, da bin ich auch nicht Mitte 20, aber ich bin schlecht im Rechnen. Doch Mitte 20, 30, doch, das stimmt schon. Ich mache keine Pläne, sondern es entsteht einfach so. Aber sagen wir mal, meine Sehnsucht, mein Leben zu leben, das hatte ich damals und es ist immer so geblieben und habe ich heute noch. Also wenn ich drehe, fange ich eigentlich meistens an, wirklich morgens mit einem grünen Smoothie, weil ich viel Energie habe, aber mich nicht schwer fühle. Und wenn man Urlaub vom Essen macht, dann finde ich, werde ich einfach empfänglicher für Gefühle. Ich bin einfach sensibler. Also das sind immer so Phasen. Mein Körper sagt mir das. Der sagt, iss 20 rote Beete, oder er sagt zu mir, iss eine Schweinshaxe. Also ich glaube, ein Geheimtipp ist, dass man einfach nur da ist, wo man gerade ist. Und wenn man da ist, wo man gerade ist, kann nichts schiefgehen. Und das ist ein absoluter Glückszustand. Und auf Wunder vertrauen, weil die warten überall.